Dirnberg, Verleger in Berlin. Ich mache schon mein halbes Leben lang Bücher, darunter viele aus Spanien, aus Lateinamerika, auch schon seit den 80er Jahren, als ich bei Klaus Wagenbach gearbeitet habe, später bei Antje Kunstmann. Seit 16 Jahren habe ich meinen eigenen Verlag und es sind eine ganze Menge Bücher aus Lateinamerika und aus Spanien in diesem Verlag erschienen. Mein Verhältnis zu Spanien und zur spanischen Kultur ist eigentlich sehr einfach. Es gibt kaum etwas, dem ich mich so verbunden fühle. Es gibt kaum ein Land, dem ich mich so verbunden fühle wie Spanien und inzwischen auch vielen Ländern in Lateinamerika, Kolumbien ganz besonders. Aber Spanien, mit Spanien hat es angefangen. Spanien und seine Sprache, seine Literatur, seine Kultur, das ganze Land ist eine große Leidenschaft. Mir persönlich geht es in dieser Krise, wie vielen meiner Kollegen, es geht uns eigentlich vergleichsweise sehr gut. Vor allem, wenn man die Nachrichten aus Italien und nicht zuletzt aus Spanien, aus Madrid zu hören bekommt und sie liest. Hier sind die Beschränkungen meiner Ansicht nach leicht, nicht schlimm. Es ist eine nicht uninteressante Zeit. Es ist, wie ich finde, ein sehr akademisches Zeitalter. Man muss sich plötzlich mit Naturwissenschaften beschäftigen, mit Statistik, mit Public Health, Salud Pública. Das hat es vorher in dieser Größenordnung nicht gegeben, ähnlich wie sich jeder nach der Finanzkrise 2009 plötzlich mit den Finanzmärkten beschäftigen musste. Wenn ich die Nachrichten aus Spanien sehe, macht mich das sehr traurig. Ich habe miterlebt, wie schwer es das Land, wie schwer es die Menschen im Land gehabt haben, sich nach der erwähnten Lehman-Krise 2008, 2009 überhaupt wieder aus dem Schlamassel hervorzuarbeiten. Es schien so gut im letzten Jahr. Es schien, dass das Land allmählich wieder auf die Beine kommt, dass die vielen Menschen, die arbeitssuchend ins Ausland, unter anderem hierher nach Deutschland gekommen sind, dass die wieder zurückgehen konnten, dass sie wieder Jobs dort bekommen haben. Nun ist es alles wieder vorbei und es ist ein großer Scherbenhaufen entstanden. Das tut mir furchtbar leid und ich hoffe, dass es allen Leuten, allen Spaniern, allen Menschen in Spanien, die ich kenne und die mich kennen, dass es ihnen trotzdem einigermaßen gut geht und dass die Sorgen nicht zu groß sind. Wenn ich über Bücher, über Filme sprechen soll, fällt es mir ganz leicht. Ich möchte über zwei Sachen sprechen. Ich habe neulich zum ersten Mal den letzten Film von Pedro Almodóvar gesehen, Dolor y Gloria. Und es hat mich unendlich begeistert und beeindruckt. Es hat mich wieder tief nach Madrid zurückgeführt, wo ich zuerst hingekommen bin, als ich in den 70er Jahren zum ersten Mal nach Spanien gefahren bin. Madrid ist mir immer sehr, sehr am Herzen geblieben. Das habe ich in diesem Film wieder gemerkt.
Der Autor, die Bücher des Autors, über den ich sprechen möchte oder die ich erwähnen möchte, das ist mein Autor und Freund Vicente Valero aus Ibiza, von dem hier im Verlag bislang 2 Bücher erschienen sind. Es werden noch mehrere sein. Sein letztes Buch, Enfermos Antiguos, was hier liegt, habe ich gerade gelesen. Ich habe es laut gelesen, denn dieser Autor schreibt eine so schöne Prosa auf Spanisch, wie ich kaum jemand anderen kenne. Er ist einer der besten Lyriker eines Landes, was ja für seine Lyrik wirklich berühmt ist. Ich kann allen nur empfehlen, das kleine Bändchen Diaz del Bosque zu lesen, wenn ihr nichts anderes zu tun habt. Das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. Espero que todo va ahora un poco mejor en España, como en todos los lugares, como aquí, pero espero especialmente que sería un poco mejor también en España. Bueno, os deseo todo lo bien y os deseo, espero, un poco de humor en estos días difíciles. Bueno, gracias.